Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warlord 76. Kurz meine Cam hier ein bisschen weiter machen. Wieso sie so klein geworden ist, weiß ich auch nicht. Ja, komm, maximal. Komm bis hierhin. So, wir haben in der letzten Folge die letzte Taxi der Hast du nicht gesehen Quest gemacht. Und wir müssen jetzt gucken, was wir als nächstes machen. Wir dürften höchstwahrscheinlich auch, nee, ich wollte noch kein Stim einziehen, ich hab wieder schon so, wie sammle ich so viele Stims auf einmal? Wenn ich mir so angucke, Jagdkunde. Wir müssen noch 40 Armbrustbolzen herstellen. Beschaffe einen Mottenmannflügel? Was? Schieße mit deiner Kamera auf einen Bienenschwarm. Bleefliege. Töte einen Redhirsch mit einer Schwarzpulverwaffe. Bestehe die theoretische Prüfung im Kochen. Bereite Essen zu, während du eine Kochmütze trägst. Dann müssen wir erstmal eine Kochmütze finden. Da haben wir auf jeden Fall noch viel vor uns. Wir müssen noch Terminals hacken. Finde die Holobänder mit überlebenden Geschichten. 4 von 10. Sammle die Überlebensgeschichte Responder Colonel. Sammle Überlebensgeschichte Colonel. Sammle die Überlebensgeschichte Dasa bin Ami. Ja, zumindest zwei Stück haben wir gefunden. Was gibt's hier noch so Schönes? Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Oh, wer da? 1 und 2 haben wir gefunden. Die Bestie von Grafton. Der Mottenmann kommt. Ein Aufseher-Logbuch fehlt uns noch. Entdecke Ort in Toxie Valley, ja, der Rest ist einfach, eigentlich einfach. Belebe ein Spieler wieder. Bis heute nicht geschafft. Naja. Gut, ich würde sagen, wir müssen ja die Armbrust noch ein paar Mal reparieren. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch damit rumlaufen. Verballern wir erstmal die Munition und ja, krass, also so viel bleibt nicht mehr, ne? Suche nach Informationen. Ah, ich wollte noch den Spit öffnen. Ha. Schlaues Mädchen, Zero. Ha, Klammer. Ach, das ist der Spind. Oh Gott, ist der armselig. Ach Gott, ist der armselig. Und ich würde sagen, nach meiner Aufnahmesession werde ich die Airdrops mal wieder loslassen. Und dann zeige ich euch einfach in der nächsten Aufnahmesession, was ich so bekommen habe. Ich denke, das ist ganz gut. Das ist doch ein Deal. Aber durchsuchen wir erstmal das Terminal, das sich wo befindet. Und hier gab es noch viel zu wenig zu tun, finde ich, in dieser Gegend. Ich habe keine Questmarkierung. Das Ganze war doch hier in Levisburg, ne? Aber ich habe keine Questmarkierung. Gehen wir mal nach Levisburg und gucken mal. Ob wir, na, wer ist das nochmal, das Taxi der irgendwas finden, von Löwe. Das müssen wir finden. Weil wenn wir das gefunden haben, dann können wir vielleicht auch das Terminal untersuchen, was auch immer welches Terminal gemeint ist. Ich weiß es nicht. Ja, 74%, komm! So. Kannst du endlich mal reparaturbedürftig werden? Wann hast du mich denn gesehen?
Nein! Komm her! Komm her! Lass mich doch hier nicht verarschen. Achso, weil er wieder mal eine Leiche, die geredet hat. Ah, Spitzhacke mitgenommen. Egal. Hey! Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Habe ich getan. Kriege ich jetzt eine Belohnung? So. Wo? Taxi der Miti von Löwe hier. Haben wir doch gefunden. Da sind wir in diesen geheimen Keller gekommen und da war ein Terminal. Eventuell ist es das, was wir brauchten. Ich bin mir allerdings nicht so sicher. Da ist eine Schwarzpulverpistole drin. Wo war das Knöpfchen nochmal? Hier, ne? Nehme ich! Habe ich auch Munition dafür? Eine würde mir reichen. Null. Naja. Zumindest hätten wir das schon mal. So, das war ja die geheime Tür, die uns in den Keller führte. Huch. Ah, da war Scheiße drin. Und jetzt war nicht die geheime Tür. Oh nein, ich muss wieder waschen. Hier war doch eine Notiz, oder? Da. Also. Niedrige Hitze, benutzt den Kalender, um den Waschtag nicht zu vergessen. Reicht es, wenn ich da drauf drücke? Ach, das reicht schon. Alles klar. Nein, schon benutze den Kalender. So. Das haben wir alles schon gelesen, ne? Aber welches Terminal ist damit gemeint, wenn nicht das hier? Notfallbericht. Koordinaten herunterladen. Na, ah, haben wir das überhaupt schon mal gelesen? Ich lese mal kurz durch. Bopip, entsprechend dem topografischen Gutachten scheinen sich die vielversprechenden Gebiete im Westen der Stadt zu befinden. Also werde ich dort anfangen. Ich hoffe doch, die Arbeit wird wirklich schnell und diskret erledigt. Meine Schwester kommt am Sonntag zurück. Also von Löwe ist Bopip. Nee, Black Sheep. Ja. Von Löwe ist Black Sheep, ja. Der gelieferte Kreisterton für Opferlamme. Ja gut, das haben wir schon mal gelesen. Ich erinnere mich, dass ich das schon mal gesagt habe. Nur ich habe hier nichts heruntergeladen. Seltsamerweise Garahan anwesend. Da wollten wir doch sowieso hin. Ah, nice. Da haben wir nämlich noch ein Schlösschen zu öffnen. Ich höre dich, Kakerlake. Komm her, wenn du es möchtest. Herstellen. Munition. Kann man hier nicht die Kaliber 50 Munition herstellen? Hm. Das ist kacke. Ich will nicht extra welche abholen von zu Hause. Plasmakern. Ich weiß nicht mehr, wozu man einen Plasmakern braucht. Maul halten. Ja gut, das hätten wir erledigt. Siehst du, gehe ich in PvP-Modus. Töte so viele, bis ich auf Platz 1 bin.
Und dann verstecke ich mich irgendwo und dann nach BÄM, wenn ich es aufgeskillt habe. Einfach BÄM. Ins Gesicht, wenn er durch die Tür kommt. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Das werde ich machen, Leute. Ich schwör's euch. Ich werde diesen Plan durchziehen. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich werde die Leute sowas von verarschen. Hinter der Tür warten. Weil Ladescreen. Dann spawnen sie quasi im Haus. Und da habe ich locker Zeit, ihn kaputt zu schlagen. Locker. Dann sollen die das nochmal machen. Dann verpasse ich den einen, ja. Bam. Aber erstmal level ich den ganzen Kram auf. Abschaltung steht kurz bevor. Bitte betritt eine andere Welt. Diese wird demnächst... Das sind noch 20 Minuten. Haben wir eine Munition? Das würde jetzt aber nicht die ganze Zeit tick, tick, tick machen, oder? Na komm. Holen wir unsere Munition ab und betreten dann eine andere Welt. Was ist das denn für eine Scheiße? Nur weil die... Ist die Welt leer oder was? Nee. Ja doch. Ja, es wird langsam Abend. Die Spieler verschwinden. Wir sind noch zu zweit auf der Welt. Holen wir die letzten 200 Munition ab und dann ist gut. Ja, ist zwar scheiße, aber... Was willst du machen? Dann sollen sie doch lieber die anderen schließen. Und dann die hierher joinen lassen. Anstatt andersrum. Na gut, ja, habe ich halt Pech gehabt. Man kann auch mal Pech haben. Holen wir erstmal alle Ressourcen ab. Und dann sehen wir uns gleich auf dem neuen Server. So, Freunde, wir sind auf dem neuen Server. Allerdings haben wir ein kleines Problem. Wir haben viel zu viel Blei. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals sage. Aber wir müssen Munition herstellen. Die Frage ist, was stellen wir her? Wir haben jetzt mittlerweile... ordentlich 10 mm Munition. Ich könnte für den hier 50er Munition herstellen, aber ich glaube, davon haben wir auch noch ein bisschen was im Lager, ne? Munition. Ja, 150. Heißt jetzt nicht die Welt, ne? Ja, viel zu viele Fusionskerne. Leute, kauft was bei mir, kauft was. Ey, ich hab Geld bekommen. Irgendwer hat was gekauft. Oder es war durch Mission. Okay, hier war nichts. Ansonsten habe ich nichts Kleines. Außer Munition. Vielleicht hat jemand ein bisschen Munition gekauft, ja. Naja. Gut, dann stellen wir die 50er Kaliber Munition her. Einfach nur, damit wir sie verballern können. Herstellen. Ich habe über 400 Blei. Wenn ich Großmengen herstelle, das Gewicht variiert auch, ne? Zum Beispiel Großmenge Öl beinhaltet 10 Öl und wiegt 0,25. Schrott. Öl. Öl wiegt 3 mal... Ja, wir sparen damit auf jeden Fall Platz. Dann sollten wir das tun. Okay, Großmengen. Etwas, Sachen, die wir selten benutzen, wie zum Beispiel das Beton. Wir können auch die Hälfte des Bleischrotts in Großmengen verwandeln. Federn haben wir auch ohne Ende. Davon brauchen wir auch nicht so viele. Dünger, nö, Glas, Gummi, Holzreste, Keramik. Ja, Keramik können wir auch auf 50 machen. So. Knochen, Kork, Kupfer. Ja, Kupfer können wir auch auf 50 machen. Leder können wir auch auf 50 machen.
Plastik eher nicht. Stahlschrott. Nee, das können wir nicht machen. Stoff. Geht einer. Säure, Zahnräder können wir auch auf 50 machen. Hallo? Ich habe nur Plastik verbraucht, aber keine losen Zahnräder. Habe ich gerade gescheatet? So. Das dürfte doch eine Menge Platz schaffen, oder? Wenn wir jetzt ziemlich viel große Mengen haben. Schrott. Ja, alles klar. Okay. Dann die Glasscherben bleiben da. Goldschrott. Große Menge Beton. Blei. Federn. Keramik. Also wirklich viel spare ich dann nicht, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt habe ich mehr als vorher. Habe ich mehr als vorher? Hör mal, stimmt da nicht. Das passt schon nicht mehr rein. Ich drehe durch. Okay, stellen wir Munition her. Ich dachte, ich spare. Eigentlich dachte, habe ich das irgendwie falsch interpretiert oder war das jetzt komplett falsch? Ich weiß es nicht. Aber wir können doch einiges machen, um ein bisschen Platz zu sparen. Unter anderem kann ich einmal kurz meine Bagger-Armor holen. Und da dann den Torso erstellen. Somit wäre der wieder komplett und wir könnten ein bisschen Gewicht rauskitzeln. Dann stellen wir Munition her. Munitione? Können wir das schon? Ja, wir haben den Perk immer noch drin. 180, so. 1, 2. Das dürfte erstmal reichen. Ich würde nämlich gerne noch ein paar 308er Patronen hinzufügen. So. Was haben wir denn noch gebraucht? Schießpulver habe ich auch ohne Ende. Vielleicht sollte ich die Hälfte an Schießpulver wegkloppen. Das machen wir einfach mal. Weil Schießpulver, das kriegst du doch easy. Komm, nehmen wir die Hälfte an Schießpulver da weg. So viel Schießpulver brauche ich wirklich nicht. Das ist doch Schrott, oder? Nee. Diverses? Oder nee, doch Diverses muss das sein, ne? Schießpulver. Ja, wieso habe ich zwei verschiedene Arten von Schießpulver? Na gut, ist genau die Hälfte. Komm mit. Ja. Das sieht doch schon besser aus. So, dann müssen wir noch mal ganz kurz unsere legendären Sachen verkaufen. Hier, des Killers. 9. So, den ist außerhalb des Kampfes langsam Gesundheit. Ja, jetzt gar nicht mal so schlecht mit 50, ne? Das gucken wir uns gleich noch mal an. Haben wir ja auch bekommen, ne? So. Kleidung. Rechtes Bein, oder? Ich kann nicht sehen, wo. Man muss rechtes Bein sein. Ja, aber trotzdem geht es ein stärker. So, haben wir schon wieder fast genug, ne? Braves Mädchen. Gut, dass du dich duckst, Alex Foxman. Wo kommst du denn her? Fliegst du gerade zu mir nach Hause? Und er fliegt dahin. Oh, da gehen wir mal hin. Oh, da geht die Party ab. Wahrscheinlich auch die Brandbestie. Jetzt hau ab, Fliege! Mr. Flauschig! Wir sind Fliegen! Der kriegt das nicht gebacken, Leute. Der kriegt das nicht gebacken. Huh?
Wie cool. So, die Brennpeste ist nicht hier auf dem Weg, okay? Gucken wir uns mal hier um. Was hat der denn, Kollege? Da ist Waffen, keine. Hilfsmittel brauche ich auch keine. Bauplan, optimierte Armschienen, Ultrazit. Ja, nö. Waffen, Orbital-Scan-Makler, markiere Ziele 60 Sekunden lang. Okay. Orbital-Schlagmarker, fordere einen orbitalen Raketenangriff an. 50 kostet das. Ich will es ausprobieren. Körperteilschaden. Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Die Schrotflinte. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Und ist auch recht billig, ne? Also der Typ verkauft sein Zeug echt gut. Antirüstung, ja. Gatling-Plasma. Ach, der benutzt die Kerne. Damit wurde ich auch abgeschossen. Ignoriert 50% der Rüstung. Das ist ja auch nicht schlecht. Und von den Kernen habe ich eigentlich viele. Ich kann mir hier bestimmt vieles kaufen, aber ich will ehrlich gesagt vieles selber finden. Erhöht sich der Schaden? Oh, okay. Ah, das ist ein Granatwerfer. Hm. Das wäre eine Schotti. Ja gut, dann ist das nutzlos. Ah, das einzige wirklich wertvolle hier wäre das hier. Weil das ist echt gut. Benutzt Plasmakerne, davon habe ich ja schon ein paar. Und die sind auch nicht gerade einfach, die Dinger. Sind schon ziemlich schwer. Aber ich, nein. Das lohnt sich nicht. Wenn er hier was Billiges hat, womit ich ein paar Punkte verdienen kann, ja gerne, hier der hier zum Beispiel. Aber ich glaube, ich lasse es. Rezept, Hammelpastete, Waldschatzkarte. Ja, die Schatzkarten sind jetzt auch nicht so der Bringer. Clown-Sandwich, Sturmmaske, Molotow-Cocktail. Ah, verkauft er nicht so. Das geil, geil, den geilen Scheiß. Aber verkauft auch überall so random Sachen, ne? Das ist gar nicht so sortiert. Ach, Dude. Hakenmod. Durchdringend. Doppelläufige Schrotflinte, Impro-Revolver. Ich bräuchte einen Mod für meine Kralle. Das wär's. Ja, tut mir leid, Bro. Hast zwar viel, was man hier anbieten kann, aber ich bringe am besten dein Braminum. Soll ich's machen? Ich werde sterben, wenn ich das tue, ne? Soll ich's machen? Ich tue es! Ich weiß nicht. Ich werde nicht mal gesucht. Ich werde nicht mal gesucht. Weil ich es nicht war, sondern die Rakete. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es war so günstig. Oh. Ich hoffe, es spawnt neu. Oh! Nee, nicht schlagen. Fotografieren. Nein, nicht der Porn. Mach was Cooles, Katze. Na, hat mich angeguckt. Na gut, jetzt kann ich dich auch töten. Ich habe mein Foto. Du kannst mir nicht entkommen! Katzenfleisch. Wollte ich schon immer mal probieren. So, mein Foto habe ich. Oh, da liegt noch eine andere. Ja, ich bin nicht der Einzige. Das
kamen noch andere vor mir hierher und haben genau dasselbe getan. Damit bloß niemand ein Foto von ihr schießen kann, außer ich. Aber die Katze hat sie echt gut. Jetzt sogar PC. Persönliche Dokumente. Ideen für Geburtstagsgeschenke. Cleo braucht ein neues Zuhause. Curly, kleine Kätzchensocken. Diego, eine neue Decke. Dorothy, eine andere Decke als Diego. Elmer, noch keine Idee. Mary, etwas ganz Besonderes. Vielleicht ein Anhänger in Form eines Schlüssels? Michelle, Spielzeug mit Glöckchen. Peppers, importierter Dosenthunfisch. Ruby, neue Fellbürste. Spencer, auch ein Spielzeug. Strider, eine Glocke und noch etwas von dem Diätfutter. Die armen Katzen. Wahrheitssucher 10.12. irgendwas, 2076. System, hiermit beginnt das Treffen der Wahrheitssucher am 10. August 2076. Dieses Treffen wird zum Zweck der Archivierung automatisch aufgezeichnet. System anwesend: Scott, Scoot, Conroy, Ray Gary, Shelby O'Rourke. Ray. Okay, zuerst möchte ich unser neuestes angehendes Mitglied begrüßen, Shelby O'Rourke. Shelby, hi und danke für die Einladung, Ray. Shelby arbeitet gerade an der These ihrer Masterarbeit für die Waltech-Uni. Scoot. Oh, na wunderbar. Shelby, ich konzentriere mich besonders auf das Studium von Kryptiden. Scoot. Studium? Pff, schon klar. Noch so eine gebildete Type. Ganz klasse. Ray. Scott, sei nicht so dumm. Scoot. Warum nicht? Ist sie nicht auch bloß so ein Akademiker wie unser alter Freund Calvin? Ray. Scott, bitte. Scott. Wie lange wird es dauern, bis sie auch abhaut, bis wir Hinterwäldler ihr zu... Ray, Scott, das reicht jetzt langsam. Scott. Vergiss es, Ray. Ich mach das nicht nochmal mit. Mach's gut, Shelby. Unverständliche Geräusche. Feder. Zu leise Aufzeichnung nicht möglich. Ray. Also, Shelby, das hat mir ziemlich zu denken gegeben. Ray. Ja, das kann ich mir vorstellen. Shelby. Ich denke, ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Ray. Klar, ich verstehe. Treffen beendet. System, Aufzeichnung beendet. Scott. Ich habe Laura gebeten, die Aufzeichnung auf dein Terminal zu laden, wenn sie deine Katzen füttern geht. Bitte lies dir das durch und denk mal über dein Benehmen nach. Ich kann Shelby nach dem Debakel nicht mehr in die Augen sehen. Sie hätte uns eine große Hilfe sein können, Ray. Entwurf Adoption. Hallo, sind Sie ein erfahrener Katzenhalter, der in seinem Leben Platz für eine neue Sanftfutter hat? Sie erreichen mich unter irgendwelcher Nummer. An alle Katzenliebhaber, sucht jemand einen neuen vierbeinigen Freund. Nur die qualifiziertesten Kandidaten werden akzeptiert. Nur an seriöse Katzenhalter. Bitte melden Sie sich, wenn Sie... Ach, vergiss es. Der hat doch eine persönliche Störung, oder? Mit seinen Katzen. Ja gut, ich habe ihn jetzt zumindest von einer befreit. Und ein anderer von einer anderen. Hast du da nicht noch mehr Katzen hier? Wieso war die überhaupt feindlich? Wollte sie mir was Böses? So, jetzt laufen wir schon wieder hier verwirrt durch die Gegend. Ich hoffe, der Typ nimmt es mir nicht krumm. War das der, den ich hier gesehen habe? Nein, Arthur. Der gute Arthur. Munitionsfabrik gehört mir nicht, ne? Nein, schade. Dann müssen wir jetzt hier leider runter zum Garahan Anwesen. Da ist ja noch eine Waffe, die wir haben wollten. Aber noch nicht dazu gekommen sind, sie zu holen. 47 Kronkorken. So, Freunde, bevor wir aber den nächsten Schritt wagen in das Garahan-Anwesen, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und gehen dann morgen in eine frische neue, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass ich nicht immer wieder verkackt habe. Ich verkacke eigentlich nie mit der Zeit. Ich mache immer zu lange. Immer wenn ich sage, dass ich zu wenig gemacht habe, habe ich viel zu lange gemacht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Haut rein, euer Zero. Tschüss.